Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute einen ganz besonderen Debütroman mitgebracht. Özge İnan, Natürlich kann man hier nicht leben, erschien im Piper Verlag. Er beginnt 2013, als Nilay vor ihrem 16. Geburtstag ist und sie sieht im Fernsehen Berichte über erneute Ausschreitungen bei Protesten im Gizepark im Taksim-Viertel in Istanbul. Und sie kann gar nicht glauben, dass ihre Eltern Hülya und Selim diese Nachrichten scheinbar so gleichgültig ansehen. Nila ist entsetzt, sie ist aufgebracht, sie ist wütend darüber, was da in der Türkei passiert. Und sie fühlt sich hilflos. Sie will nach Istanbul, sie will dabei sein, sie will diesen Menschen zur Seite stehen. Und mit diesen Menschen gegen einen Diktator kämpfen, gegen einen türkischen Machthaber protestieren, der dieses Land mit Gewalt regiert. Sie will los, aber da ist ihr Bruder Emre, der versucht es einfach, ihr auszureden. Er sagt ihr, dass sie ja von hier sind. Und ja, dass das nicht so einfach ist, wie sie sich das vorstellt. Und sie sind in Deutschland geboren, sie sind hier aufgewachsen und sie sind einfach nicht von da. Das stelle ich mir unglaublich schwer vor, wenn man so zwei Herzen in der Brust hat, wenn man nicht so richtig weiß, wohin man gehört, wo die Wurzeln sind. Ja, also ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Aber dieses Buch ist unglaublich packend. Es ist unglaublich spannend geschrieben. Emre erzählt seiner Schwester dann auch halt, dass Hülya und Selim ja nicht aus lauter Lust und Dollerei sozusagen weggegangen sind, geflohen sind. Und dann denkt man gleich am Anfang, weiß Nilay eigentlich viel über ihre Eltern? Aber dann, wir wissen es dann. Denn Özge İnan macht dann einen Sprung und erzählt uns in die Vergangenheit, also es geht dann die Reise in die Vergangenheit und sie erzählt uns dann von Hülya und Selims Leben, so in Jahressprüngen kann man sagen. Und es beginnt 1980, da ist Selim in der 10. Klasse und er engagiert sich in der Gewerkschaft und Hülya ist in der 4. Klasse, also lange bevor die beiden sich kennenlernen und verlieben. Und wir begleiten sie in ihrer Familie, in ihrem Leben und was so passiert. Der Militärputsch in der Türkei, die Menschen werden verhaftet, Gewerkschaften werden verboten, Parteien werden verboten. Ja, aber die Menschen wollen sich das auch nicht gefallen lassen. Und das beschreibt Özge İnan in einer super spannenden und sehr schönen Sprache. Also ich bin durch diese Seiten geflogen und ich habe mit Hülya und mit Selim mitgefiebert, wie sie dann beide in İzmir studieren, an der Uni sind, wie sie sich kennenlernen bei den Protestbewegungen, wie Hülya sich für Frauenrechte einsetzt und natürlich auch, wie sie dann zusammenkommen. Und das ist so ein Buch, das erzählt ganz viel von
Menschen, die sich engagieren, egal was passiert, die Gefahren in Kauf nehmen und die ihr Land lieben und da leben möchten und es besser machen wollen, für sich selber, für die nächsten Generationen. Und das hat mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt. Wie gesagt, durch dieses Buch, also aufgrund dieser wahnsinnig schönen Sprache, fliegt man durch diese Geschichten, bangt mit den Menschen, erlebt ihr Leben ganz, ganz nah. Und faszinierend. Und natürlich kann man hier nicht leben. Ja, ein wahnsinnig schönes Buch. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und ich hoffe einfach, dass wir von dieser Autorin noch viel mehr lesen werden. Und ja, was das mit den Menschen macht, wenn man so scheinbar nichts erreicht mit dem, was man bewegen möchte und mit dem, was man auf sich nimmt, um etwas zu verändern. Diese Hülya, die ist so engagiert und so voller Enthusiasmus. Und eine Szene ist zum Beispiel, sie möchte, dass ihre Schwester, ihre ältere Schwester, sie möchte, dass die nicht einfach nur als Hausfrau und Mutter ihr Leben, ihr Leben lebt halt und versucht, ihr einen Job zu besorgen und sich überlegt sich, was könnte sie machen und muss dann aber feststellen, im Gespräch mit ihrer, mit Zarife, dass das nicht ihre Aufgabe ist, dass auch ihre Schwester ihren eigenen Weg finden muss im Leben. Und so sind es ganz viele kleine Episoden über die Jahre verteilt, wie sich diese Menschen entwickeln, ja, wie ihr Leben da in der Türkei ist und mit welchen Träumen und Hoffnungen. Und ach, es ist einfach so ein tolles Buch. Ich möchte, dass ihr es alle lest. Es ist wirklich ganz großartig geschrieben. Es ist, ja, mich hat einfach alles begeistert. Ich habe dann noch ganz viel recherchiert, weil da kommen auch, natürlich kommt der Militärputsch drinne vor, dann kommen die grauen Wölfe drinne vor und dann habe ich gedacht, mein Gott, da weißt du eigentlich so ganz furchtbar wenig drüber. Und das ist eigentlich auch das, was mich an Büchern so fasziniert und was mich so begeistert, wenn ich noch etwas darüber lerne. Ich lese gerne Geschichten, die in anderen Ländern spielen und die mir die Gesellschaft, die Menschen und die Kultur und das Leben dort näher bringen. Und das hat Özgür İnan in diesem Buch, mit diesem Buch geschafft. Ein unglaublich beeindruckendes Debüt. Ich empfehle es euch allen. Natürlich kann man hier nicht leben.